Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute habe ich eine weitere Squad Building Challenge Lösung für euch am Start. Ganz, ganz viele haben mich gefragt, yo, kannst du wieder eine weitere SBC Lösung hochladen? Und da haben wir eben heute die Liga Nationen Grundlagen SBC am Start. Für die, die sie noch nicht gemacht haben, baut sie euch 1:1 so nach. Da braucht man keine Loyalität und ihr könnt es wirklich zu 100% so nachbauen, wie ich es gebaut habe. Hier braucht man eine Liga und 5 verschiedene Nationen. Das geht mit der österreichischen Bundesliga ganz gut. Die ganze SBC hat mir nur so circa 5000 Münzen maximal gekostet. Also ist wirklich sehr, sehr easy zu lösen. Hier die nächste Lösung, das senden wir natürlich hier ab. Und dann kommen wir auch schon zum letzten und da bekommt man dann auch nochmal eine kleine Belohnung. Wir gehen hier die ganzen Spieler durch. Da habe ich ein paar Erstbesitzer dabei, natürlich, ja, aber ich glaube, das müsste man auch ohne die lösen können. Genau, wir haben hier 48 Chemistry und ich habe, also 48 muss man erreichen, ich habe 54. Das heißt, wenn wir hier 6-mal die Loyalität abziehen, haben wir trotzdem noch eben diese 48 Chemistry. Das heißt, ihr könnt euch das genauso nachbauen. Und dann haben wir das Ganze auch schon abgeschlossen. Und Leute, ich werde nicht nur die Packs von der Liga Nationen Grundlagen SBC öffnen. Okay, anscheinend wird hier das Bild nicht angezeigt. Gut gemacht, EA. Props gehen raus. Wir werden sondern nämlich auch noch die 2 15k-Sets und das Team der Woche Leihspieler-Set öffnen, das ich eben durch die Icon Edition bekomme. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem Nur-Spieler-Set, welches wir gerade aus der SBC bekommen haben. Und dann schauen wir, was da drinnen sein wird. Es ist immerhin ein Rare-Spieler und es ist der gute alte, ach du Kacke, Amrabat. Der hat auch ein ordentliches Tempo-Downgrade bekommen. Der war immer einer der schnellsten. Und ja, ansonsten hier noch ein paar Silberspieler. Leute, Silber- und Bronzespieler sind teilweise extrem viel wert. Schaut diese Spieler unbedingt genau nach. Zum Beispiel der hier. Ich schaue jetzt einfach mal. Ach, verkackt natürlich. Mal schauen, ob der was wert ist. Ist ein Keeper, ist wahrscheinlich nichts wert. Aber an sich können hier die Spieler dann schon teilweise was wert sein. Deswegen tut mir bitte den Gefallen und verkauft diese Spieler nicht einfach so, sondern schaut mal auf dem Transfermarkt, ob die Spieler was wert sein können und stellt die natürlich dann erst auf den Markt. So, Amrabat packen wir noch auf die Transferliste und dann kommen wir auch schon direkt zum zweiten Pack und zwar zu diesem Silber-Pack. Das ist jetzt auch gar nicht mal so schlecht, da sind insgesamt 3 seltene Objekte drinnen. Ich überspringe das Ganze einfach mal und wir schauen, was in diesem Pack drinnen ist. Und es ist Ofori von Stuttgart zum Beispiel. Sieht nach einer interessanten Karte aus, hat echt auch keine schlechten Werte, kostet aber leider nichts. Dann haben wir noch Lusamba hier im Pack aus der Ligue 1, aus der französischen Liga, der ist ein bisschen was wert. Und wie gesagt, Leute, Silberspieler sind teilweise unfassbar viel wert, also schaut bitte bei jedem einzelnen Spieler nach, ob der irgendwelche Münzen wert ist. So, Leute, da sind jetzt, glaube ich, noch diese beiden Packs dabei. Genau, die beiden sind noch von der SBC. Das sind zwei 7,5k-Packs, also zwei ganz normale 7,5er. Und da haben wir jetzt einen seltenen Spieler im Pack. Dele Alli war auf dem Cover. Vielleicht ist ja was Gutes drin. Es ist Dine. Ja, geht in Ordnung, ist immerhin ein Premier League Spieler, kostet jetzt leider aber auch nicht viel. Motta haben wir noch drinnen, Verfahren, der ja damals bei Schalke war. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Pack der SBC und dann öffnen wir jetzt eben noch die 2 15k-Sets. Da kann gut und gerne auch mal was Krasses drinnen sein. Also in einem 15k-Set, ja, da könnte ich mir auch schon gut und gerne einen Leinwandspieler vorstellen. Hier ziehen wir Malcolm, das ist jetzt auch gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, der kostet auch ein bisschen was. Wir schauen einfach mal, denn bei irgendeiner SBC braucht man den, glaube ich, genau. Der kostet so circa, ja okay, da war einer dann für 1000 Münzen drinnen. Okay, er kostet ein bisschen was, aber nicht wirklich viel, das haben wir gerade leider gesehen. Okay, Freunde, ich würde sagen, mit der SBC sind wir circa bei 0 ausgestiegen. Also wir haben jetzt keinen krassen Gewinn, aber auch keinen krassen Verlust gemacht, weil wir einfach auch wirklich keinen Packlack hatten. Aber diese Silber- und Bronzespieler, die man da teilweise zieht, die kann man echt gut verkaufen. Die können teilweise auch was wert sein. Okay, Freunde, wir ziehen jetzt den Team der Woche Leihspieler und ich bin gespannt, was da drinnen sein wird. Das könnte natürlich was Krasses sein, Italien-Torwart. Okay, Alter, das Seepferdchen-Wappen. Das ist das geilste Wappen, Leute. Dieses Seepferdchen-Wappen ist so genial. Und da hat jetzt endlich mal auch ein Spieler aus diesem Seepferdchen-Verein, sage ich jetzt einfach mal, einen Inform bekommen. Ich werde nicht viel anfangen können mit dem, aber ja, wir haben ihn gezogen. Ich packe ihn in den Verein und wir kommen jetzt zum 15k-Set. Come on, bitte Leinwand. Oh, scheiße, es ist kein Leinwandspieler. Ich hoffe so sehr, dass wir im zweiten 15k-Set immer in einen Leinwandspieler ziehen. Naja, okay, Ahmed Musa, damit kann ich eigentlich leben. Wir schauen einfach mal kurz rein, was der noch wert ist. Am Anfang von FIFA war der natürlich ein paar K wert und der kostet immer noch, oha, der kostet immer noch so 6.000, 7.000 Münzen.
Krass, ich dachte jetzt, Alter, ich dachte nicht, dass der so viel wert ist. 7000 Münzen für Musa, das ist echt sick. Und 1000 Münzen haben wir hier noch drinnen. Und den nicht abstoßen, sondern auf die Transferliste packen. Und dann gehen wir jetzt auch schon rein ins allerletzte 15K-Set. Falls ihr mehr SBC-Lösungen haben wollt, lasst den Daumen nach oben da, Leute. Und wir schauen, was uns jetzt Antoine Griezmann in diesem Pack bringt. Das ist leider kein Leinwandspieler, es ist ein Non-Ram 15K-Set. Oh mein Gott, ist das bitter. Vestergaard. Das ist ja unfassbar traurig, unfassbar bitter. Alter, was ist das denn für ein schlechtes Pack? Was ist das denn für ein schlechtes Pack? Oh mein Gott. Naja, Freunde, das war's mit dem Video. Lasst gerne einen Kommentar da. Checkt die Links in der Beschreibung ab. Habt immer High Hopes und ciao.